Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Limbo. Ich habe viel Gutes über dieses Spiel gehört und auch einiges dazu schon gesehen. Und dem hatte jetzt neulich so eine Aktion, dass es plötzlich gratis war für ein paar Stunden. Und jetzt habe ich es mir geholt dann halt. Ja. Fangen wir mal an. Kann ich mich jetzt hier bewegen? Ach, da wache ich auf. Das Rauschen ist ein bisschen penetrant. Okay. Was das oben ist, springen. Sonst irgendwelche Sachen, die mich zu interessieren haben? Steuerung. Bewegen. Okay. Los geht's. Falsche Richtung. Ah, ich habe ein Achievement. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Story von diesem Spiel irgendwie, dass wir unsere Schwester suchen sollen oder so. Ich weiß es nicht. Das Spiel ist quasi ein Puzzle-Game, sage ich mal. Und ich bin tot. Also so ein Puzzle-Jump'n'Run, leichtes Horror-Game. Sowas in der Art. Okay, ich verstehe schon. Und ein Seil. Kann ich mit dem Seil hin und her schwingen oder kann ich mich daran nur herunterlassen? Aktuell kann ich mich daran nur herunterlassen, später vermutlich auch hin und her schwingen. Okay. Da hätte ich nicht reinfallen sollen. Ist auf jeden Fall cool gemacht, das Spiel. Warum bin ich da schon wieder rein runtergesprungen? Okay. Dich muss ich abmachen. Okay. Hinaus auf die See. Ich habe mir sagen lassen, dass das jetzt kein allzu langes Spiel ist. Also man kann es offenbar bequem in 2-3 Stunden durchspielen. Das heißt, ich denke mal, mehr als 10 Parts wird es dazu nicht geben, wenn überhaupt. Vermutlich eher so 6 oder 7. Naja, da muss ich das Boot hinziehen. Okay. Dann kann ich hier an der Dornranke hochklettern? Darüber springen. Okay, nein, nicht nochmal springen. Ist auf jeden Fall cool gemacht, das Spielprinzip. Aber das Spielprinzip ist ja eigentlich nur ein simpler Plattformer, aber von der Atmosphäre her. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Spiel normalerweise ist. Wie gesagt, ich habe es mir bei irgendeiner Aktion gekauft, wo es gratis ist. Aber ich glaube, da soll ich nicht reinfallen, vermutlich. Okay, muss ich da drüber springen?
Hutsch. Autsch. Aber ich glaube, mehr als 10 Euro kostet das nicht. Wenn es überhaupt mehr als 5 kostet. Yummy. Au. Ich vermute, ich muss... Kann ich da nach Seil springen? Ja. Aber dann... Okay, ich verstehe schon. Warum rutscht die Bärenfalle einfach weiter, wenn ich aufhöre, sie zu ziehen? So, und wenn ich jetzt da dran springe... Ich stelle mich aber auch blöd an. Anlauf nehmen und springen und... Okay. Jetzt kann ich da hochklettern. Yay, gibt es da links auf dem Baum noch etwas für mich? Nein. Und du schnappst mir was zu. Wenn man so spielt, dann braucht man natürlich doch mehrere Stunden dafür. Jetzt ist es raus. Ich versuche nur, diesen Part künstlich zu strecken. Okay. Oh, 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 oh. Knapp. Kann ich da an die Liane springen? Nein. Und dann jetzt auf die Box springen und darüber surfen. Keine Ahnung. Okay, das war es schon mal nicht. Und was anderes fällt mir nicht ein, als das dann einfach darunter zu schieben und dann hier drauf zu springen. Ach, ich bin auch blöd. Da links muss ich langklettern, glaube ich, oder? Ja, das sieht doch schon besser aus. So, und jetzt kann ich mich hier rüber schwingen. Ich muss mich weiter schwingen. Ups. Und drüber. Und dann geht's jetzt da lang. Und jetzt kann ich den da vermutlich runterschubsen. Aber da links gab's auch noch irgendwas. Ach, diese Bubbles sind quasi Secrets. Schöne Höhe. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich da alle finde. Au. Okay, es gibt Fallschaden. Gut zu wissen.
Und rüber. Ich überlege gerade. Also, eigentlich hatte ich mir gesagt, wenn ich mal ein Horrorspiel-Let's Play, mache ich das auch mit Facecam. Aber ich sag's mal so. Ich glaube, es ist jetzt kein so ein Horrorspiel, wo man wirklich eine Facecam braucht. Es ist ja jetzt weniger Horror als mehr einfach Atmosphäre. Falls ich mal sowas wie Amnesia oder meinetwegen sogar Five Nights at Freddy's mache, dann mache ich vermutlich eine Facecam. Also ich klettere jetzt ein bisschen höher, weil dann dürfte ich, wenn ich abspringe, auch an den Ast kommen. Geht doch. Umdrehen und springen. So. Alle ab. Alle ab. Und dann noch darüber. Und den noch runterschubsen. Und dann jetzt den ganzen Weg zurück. Dahin und dahin. Und ich habe es runter geschafft. So, dich kann ich jetzt einfach da ins Wasser schieben. Und über dich drüber. Gut. Ich hoffe, man hört nicht das Handy vibrieren. Nein, gut. Da oben ist schon mal eine Bärenfalle, die gleich runterfallen könnte. Okay. Die habe ich schon mal gesehen. Also nachdem, was ich mitbekommen habe, ist diese Spinne quasi so der im Spiel. So, und irgendwie muss ich jetzt da oben an die Bärenfalle kommen. Wie kriege ich das hin? Kann ich da nochmal nach links zurück? Nein. Sonst hätte ich gesagt, muss ich die Kiste von da vorne mit hier rübernehmen. Also ich denke mal, es ist recht offensichtlich, dass man die Bärenfalle von da oben braucht. Kann ich die Spinne irgendwie locken, mir zu folgen? Ohne Scheiß, ich habe mich gerade erschrocken, als sie auf den Boden aufgestampft hat. Also wer weiß, vielleicht wäre der Webcam... Facecam doch lustig gewesen. Gut, dann muss ich jetzt über dich drüber springen. Ach, ausnahmsweise mal geschafft. So, Spinny. Okay, ein bisschen weiter links. Hallo? Okay. Wo stichst du diesmal hin? Okay. Aufpassen, du stichst jetzt quasi hier rüber. Okay. Ziehst du dich zurück? Ja. Unser erster Sieg.
hier sind noch mehr spinnenartige Sachen. Ich kann mich gerade nur langsam bewegen. Und jetzt gar nicht mehr. Oh oh. Ah. Du bist wütend. Lebe ich noch? Ich will hier raus. Ah, es hat geklappt. Ja. Ups. Okay, der war jetzt nicht ganz so effektiv. Ah, ich will ja immer mich richtig hinstellen, bevor ich halt abspringe. Okay. Endlich rüber geschafft. Okay, ich hoffe, man hat gerade nicht meinen Bruder gehört, der hier einmal kurz reinkam. Ich habe es darüber geschafft. Den Ball anstoßen. Ich vermute, der Baum knallt jetzt hier direkt nach links. Ja. Autsch. Okay, ich sehe, wie das laufen soll. Rechtzeitig nach links hüpfen. Oh oh, oh oh, da links kommt sie wieder. Du kriegst mich niemals lebendig. Und wir sind entkommen aus den Spinnenweben. Puh. War aber jetzt, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass uns diese Spinne begegnet ist. Hallo? Wisst ihr was? Wir laufen aber in der nächsten Folge weiter, weil wir sind schon bei bald 20 Minuten. Und ich glaube, das mache ich einfach nach dem Spinnenpart Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.